Mein Name ist Eva Leifert. Ich arbeite an der Freien Universität Berlin in der Arbeitsgruppe Ökologie der Pflanzen von Matthias Rillig. Seit 2019 beschäftige ich mich auch mit dem Thema Mikroplastik im Boden und darüber möchte ich Ihnen heute einen kurzen Einblick geben. Es gibt diverse Quellen für Mikroplastik im Boden. Im Jahr 2018 hat das Fraunhofer-Institut eine Studie durchgeführt und dabei kamen ein paar Zahlen heraus und es ist so, dass mengenmäßig der Reifenabrieb die größte Quelle darstellt für Mikroplastik im Boden in Deutschland. Das sind im Jahr so um die 98.000 Tonnen, die an Reifenabrieb anfallen und ungefähr 2 Drittel davon gelangen durch Wind und Wasser in den Boden. Die Reifenabriebspartikel verbinden sich dann mit Straßenabrieb, Abrieb von Bremsen oder auch Schuhsohlen zu sehr heterogenen Aggregaten, die man hier im unteren Teil der Abbildung sieht. Ja, dann haben wir noch viele weitere Quellen, die alle einen etwas geringeren Umfang haben. Zum Beispiel weggeworfene oder verlorene Dinge, wie man häufig im Moment diese Einmalmasken sieht, die dann beim Abbau zu Fasern zerfallen. Eine weitere Quelle für Fasern oder Mikroplastikfasern im Boden ist zum Beispiel, kommt durch das Waschen von synthetischer Kleidung. Das Abwasser gelangt in die Kläranlagen und dort wird es teils unzureichend filtriert und über die Aufbringung von Klärschlamm auf Ackerböden gelangt dann Mikroplastikfasern von Kleidung in den Boden. Wir haben auch direkte Quellen in der Landwirtschaft und im Gartenbau, zum Beispiel vom Folienanbau oder von Vogelschutznetzen oder polymerbeschichtetem Mineraldünger. Dann kennen Sie alle wahrscheinlich vom Blick in die Biotonne, dass da nicht nur Bioabfall drin ist, sondern auch oftmals Plastik. Und über die Aufbringung von Kompost gelangt dann auch wieder Mikroplastik auf unsere Böden. Momentan werden so 2,6 Millionen Tonnen Kompost auf unsere Böden pro Jahr aufgebracht. Beim Klärschlamm sind es 450.000 Tonnen. Nur der Klärschlamm jetzt. Und eine auch nicht zu vernachlässigende Quelle ist die Verwehung von Mikroplastikpartikeln von Sportplätzen, die aus so einem Kunststoffgranulat bestehen. Die Problematik dabei ist, dass mittlerweile Mikroplastik überall vorhanden ist, egal wo man sich befindet, in welchem Raum oder in welchem Land, in welchem Ökosystem. Man findet überall Mikroplastik. Wir haben weltweit immer noch steigende Produktionsmengen an Plastik und die meisten Emissionen entstehen durch unsachgemäßen Umgang, zum Beispiel auch in anderen Ländern, wo der Recyclingprozess nicht vollständig ist und dann viele Plastikmengen einfach in der Umwelt gelagert werden und dann durch Verwehung in Flüsse gelangen, zum Beispiel. Dann wissen Sie bestimmt, dass Plastik sehr lange braucht, um abgebaut zu werden. Bis zu 1000 Jahren kann das dauern. Und momentan reichert sich einfach viel Mikroplastik im Boden an. Und wir wissen einfach noch sehr wenig darüber, wie sich das auf zum Beispiel Bodenorganismen oder Pflanzen auswirkt. Wir haben unzureichende ökotoxikologische Informationen. Und wir wissen auch momentan noch sehr wenig darüber, wie Mikroplastik mit anderen Faktoren des globalen Wandels interagiert. Man kann sich ja vorstellen, dass Mikroplastik nicht alleine auftritt, sondern es tritt zusammen auf mit zum Beispiel einer Schwermetallbelastung, mit Pestiziden, erhöhten Temperaturwerten und CO2 und so weiter. Wir haben in unserer Arbeitsgruppe einige Experimente dazu durchgeführt, meistens im Gewächshaus, wo wir dann Effekte auf Pflanzen und Bodenorganismen untersucht haben. Ganz im Allgemeinen kann man sagen, dass Mikroplastik sowohl physikalische, chemische als auch biologische Bodeneigenschaften verändert. Dazu kommt durch die Oberflächenbeschaffenheit des Plastiks, dass auch Schadstoffe wie zum Beispiel Schwermetalle angelagert werden können und auch beim Abbau Zusatzstoffe, also Additive wie zum Beispiel Weichmacher freigesetzt werden können. In einem Versuch haben wir den Boden mit Mikroplastik, mit Polyesterfasern versetzt und haben die oberirdische Biomasse gewogen. Das sehen wir hier auf dieser Y-Achse. Und auf der linken Seite sieht man den Wert für die Biomasse ohne Mikroplastik und hier auf der rechten Seite mit Mikroplastik. Und wir sehen, dass die Pflanzen mit Mikroplastik mehr Biomasse gemacht haben. Das liegt daran, dass
dass Mikroplastik den Boden auflockert und vermutlich den Eindringwiderstand für die Wurzeln verringert und die Pflanzen dadurch besser wachsen können. Was sich erstmal positiv anhört, aber man muss bedenken, dass das immer noch eine Abweichung vom natürlichen Zustand ist. Dann haben wir in einem anderen Versuch den Boden versetzt mit verschiedenen Fragmenten und Fasern und haben die Auswirkungen auf Mikroorganismen untersucht. Haben herausgefunden, dass vor allem Fasern, die hier in Gelb und Rot dargestellt sind, im Vergleich zu unserer Kontrolle, die hier in Schwarz mit der gestrichelten Linie dargestellt ist, die mikrobielle Aktivität verringert wird. Für die Fragmente, da haben wir verschiedene Mikroplastiktypen untersucht. Da hing der Effekt stark ab von der verwendeten Konzentration. Also auch da entstehen große Unterschiede in den Studien, die wir durchführen, je nachdem, welchen Typ von Mikroplastik man sich anschaut und wie die Konzentration ist. Dann haben wir uns den Boden auch angeschaut. Das hat Konrad eben ja schon erwähnt, dass eine gute Aggregatstabilität im Boden wichtig ist für Speicherung von organischer Substanz, also auch Nährstoffe und Kohlenstoff ist wichtig für den Schutz vor Erosion und für die Infiltration von Wasser zum Beispiel. Und wir haben jetzt gefunden, dass vor allem mit kurzen Fasern weniger stabile Aggregate entstehen und auch kleinere Aggregate. Man kann es hier auf dem Foto so ein bisschen erkennen oder kann es sich vorstellen, dass diese Fasern sogenannte Sollbruchstellen in den Aggregaten hervorrufen und dass sie deswegen leichter brechen. Dann habe ich in einem Versuch Auswirkungen von Reifenabrieb mir angeschaut und habe den Boden versetzt mit einer immer steigenden Menge von Reifenabriebspartikeln und habe mir angeschaut, wie sich das einmal aufs Pflanzenwachstum auswirkt. Das sind hier die ersten beiden Abbildungen in Grün, A und B. Da sieht man, dass die steigende Menge von Reifenabriebspartikeln hier auf der X-Achse und hier auf der Y-Achse die Sprossbiomasse und in dieser Abbildung die Wurzelbiomasse, dass in beiden Fällen das Pflanzenwachstum gestört wurde, also verringert wurde mit zunehmender Kontamination des Bodens. Dann habe ich mir auch die Zersetzungsrate angeschaut und habe festgestellt, dass es erst einen leichten Anstieg gibt und dann eine Abnahme des Also erst mit steigender Konzentration im Prinzip die Zersetzungsrate sich verringert hat. Dann haben wir uns auch den Boden-pH-Wert angeschaut, weil der Reifenabrieb auch Füllstoffe enthält, unter anderem Calciumcarbonat, was sich natürlich stark auf den pH-Wert auswirkt und haben auch einen ja, mehr oder weniger linearen Anstieg des Boden-pH-Werts gefunden. Und als Füllstoffe enthält der Reifenabrieb auch ganz viel Ruß und Kohlenstoff, weshalb wir auch eine linear ansteigende Menge an Bodenatmung gefunden haben. Wir haben die Konzentration an bioverfügbarem Zink untersucht und haben gesehen, dass ja mit steigender Menge an Reifenabrieb auch die Menge an bioverfügbarem Zink im Boden zugenommen hat. Und glauben deshalb, dass das Zink in diesem Fall hauptverantwortlich ist für die gefundenen Effekte. Ja, um zum Abschluss noch ein bisschen einen etwas positiven Ausblick zu geben und nicht alles nur negativ darzustellen, würde ich gern kurz noch darüber sprechen, was man denn machen kann, um Mikroplastikemissionen zu vermeiden. Da hat natürlich einmal die Politik einen relativ großen Hebel, indem sie zum Beispiel Projekte fördern kann oder technische Lösungen unterstützen kann. Es gibt zum Beispiel ein Projekt, wo geschaut wird, wie sich offenporiger Asphalt verhält. Da sammelt sich dann der Reifenabrieb drin und die Straßenreinigung kann das dann einfach absaugen sozusagen. Man kann Sammelbecken am Straßenrand einrichten. Dann kann man natürlich Recyclingquoten oder Exportquoten einrichten. In Deutschland wird auch schon viel, da verändert sich schon was in der Klärschlammverordnung, dass die Verwendung von Klärschlamm zunehmend reduziert werden soll, vor allem bei größeren Kläranlagen. Man kann bei der Technik auch was tun. Da kann man eine weitere Filterstufe zum Beispiel einrichten oder sowas wie Infokampagnen zum Beispiel machen. Dann gibt es auch einiges, was man im persönlichen Bereich tun kann, zum Beispiel aufs Autofahren verzichten, auf den öffentlichen Verkehr oder das Fahrrad umsteigen.
Man kann Müll richtig entsorgen, dem Recycling zuführen. Man kann mit einer Schulklasse zum Beispiel so eine Müllsammelaktion mal starten. Man kann mal drüber sprechen und sich überlegen, was in der Kosmetik drin ist. Da nach Alternativen in der Naturkosmetik schauen. Wenn man synthetische Kleidung hat, kann man die mit so einem Waschbeutel waschen. Zum Beispiel Guppy Friend ist so eine Marke. Das funktioniert ganz gut. Und man kann sich immer nach wiederverwendbaren und plastikfreien Alternativen umschauen beim Einkaufen oder für den Coffee to go. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.